Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video wieder mal eine kleine Powerstation, die ich mit euch mal kurz anschauen möchte. Diese Powerstation hatte ich vor 2 Monaten zugeschickt bekommen, bin aber noch nicht dazu gekommen, diese zu testen. Jetzt habe ich den Test durchgeführt und möchte euch einfach mal kurz die Ergebnisse durchführen. Wie ihr seht, haben wir hier 2 Artikel auf dem Tisch liegen. Neben der Powerstation hat mir der Hersteller zum Testen auch hier dieses Solarpanel mitgeschickt. Und zwar handelt es sich hier bei dem Hersteller um den Boogie RV, so heißt der Hersteller. Und hier bei diesem Solarpanel, was ich hier mit im Lieferumfang hatte, handelt es sich um das PASO 100. Das PASO 100 Solarpanel habe ich gleich mal ausprobiert. Ihr seht hier, wie ich es an der Wand befestige. So seht ihr auch gleich, was hier der gezielte Einsatzzweck dieses Solarpanels ist, nämlich Camping, und zwar das Befestigen am Camper. Hierfür sind sehr viele Ösen an diesem Solarpanel enthalten und man kann so das Solarpanel zum Beispiel an der Wand des Campers oder oben auf dem Dach so festbinden. Dieses Solarpanel hat eine Leistung von bis zu 100 Watt angegeben. In meinem Test habe ich an der Wand gemessen nicht über 75 Watt erzeugen können. Das hat aber auch was mit der Lage zu tun, denn so ist das Solarpanel natürlich nicht optimal zur Sonne ausgerichtet. Wenn ich es auf den Boden gelegt habe und habe es in der Mittagssonne getestet, konnte ich um die 85 Watt mit diesem Solarpanel ziehen. Der Vorteil dieses Solarpanel, ihr seht, es hat eine Art gummierte Oberfläche oder besteht aus einer Art Gummi. Das erleichtert natürlich das Reinigen dieses Solarpanels. Und was auch bei dem Solarpanel noch hervorzuheben ist, ich klappe es mal auf, das sind die Solarmodule an sich. Hierbei handelt es sich um die CIGS-Dünnschicht-Technologie oder um CIGS-Dünnschichtmodule. Vorteil, ihr seht hier, man kann sie knicken, biegen, wickeln und sie gehen quasi nicht kaputt. Man hat quasi hier ein Solarmodul, was quasi eine lange Lebensdauer garantiert. Denn ich hatte bei manchen Camping-Solarmodulen das Problem, wenn ich sie dann irgendwo aufgeschnallt habe, sind diese manchmal gebrochen und dann ging das ganze Solarmodul nicht mehr. Was mir bei dem Solarmodul sehr gut gefällt, wir haben hier einen fest verbauten MC4-Stecker, mit dem wir das Solarmodul sofort an die Powerstation oder andere Lademöglichkeiten anschließen können, um diese dann aufzuladen. Hier müsst ihr halt mit der Kapazität von hier angegeben 100 Watt leben. Wie gesagt, diese Kapazität werdet ihr meistens nicht erreichen. Was natürlich bedeutet, wenn ihr große Powerstationen aufladen wollt, benötigt ihr hierfür viele Stunden. Bei dieser hier vorhandenen Powerstation dürften wir bis zu 15, vielleicht sogar 20 Stunden bei ordentlicher Sonneneinstrahlung brauchen, um die Powerstation damit voll aufzuladen. Und das wäre dann auch gleich das Stichwort. Hier kommen wir auch gleich zur Powerstation von Boogie RV. Hier haben wir die Powerstation Ford 1000. Wie ihr seht, das Teil sieht ziemlich aus wie eine Art Lego-Kasten oder, wenn man es vielleicht sogar etwas näher anschaut, schon bald gepanzert. Und hier sieht man dann auch, wofür diese Powerstation gedacht ist, nämlich wirklich für den extremen Camping-Einsatz. Wichtig gleich dazu gesagt, diese Powerstation ist nicht wasserdicht. Nicht, dass hier irgendwelche falschen Hoffnungen aufkommen. Aber was auffällt, diese Powerstation ist extrem robust gebaut. Das heißt, wir haben hier ein ganz spezielles Kunststoffgehäuse und innen drin ein Aluminiumgehäuse, was die Powerstation auch vor einigen Schlägen gut schützt. Nichtsdestotrotz, das, was ich hier gemacht habe, macht ihr bitte, wenn möglich, nicht nach, denn generell Akkus sollten eigentlich nicht geworfen werden. Ich wollte euch nur demonstrieren, dass die Powerstation auch mal so einen Knopf ordentlich wegstecken kann. Kommen wir zum Lieferumfang der Powerstation. Wie gesagt, hier das Solarpanel gehört nicht zum Lieferumfang, müsste dazu erworben werden. Aktueller Preis liegt um die 300 bis 400 €. Meiner Meinung nach für 100 Watt Solarpanel ganz schön sportlich der Preis. Nichtsdestotrotz, die Powerstation wird im Internet, hier müsst ihr mal schauen, wenn ihr diese kauft, Link zur Powerstation unter dem Video, einige Rabattcodes mit einlösen. Manchmal auf Amazon und Co. müsst ihr hierfür einen Haken setzen. Da könnt ihr dann mitunter auch sehr stark nochmal bei dieser Powerstation sparen. Und diese wird aktuell für um die 650 bis 800 Euro im Netz gehandelt. Das ist für eine Powerstation mit diesen Leistungsklassen ein guter Preis, möchte ich behaupten. Und wir schauen einfach mal in den Lieferumfang. Ihr seht hier die Powerstation. Neben der Powerstation haben wir eine Bedienungsanleitung, ein PV-Ladekabel, also MC4-Stecker auf Anderson. Dann dementsprechend ein Kfz-Ladekabel, sodass ihr es natürlich am Kfz aufladen könnt. Und einen externen Ladeadapter, Netzadapter. Das haben auch viele neuere Powerstationen nicht mehr. Hier wird meistens der Netzadapter im Gerät verbaut. Hier scheiden sich aber die Geister. Einige meiner Zuschauer finden es gut, wenn der Ladeadapter im Gerät verbaut ist, andere nicht.
Ich sehe auch den Vorteil, wenn ich einen externen Netzadapter habe und dieser geht kaputt, kann ich diesen natürlich austauschen. Wenn er intern verbaut ist, muss ich dann zuschauen, wie ich das repariert bekomme. Kommen wir auch gleich zur Garantie. Der Hersteller hier gibt ein Jahr Garantie auf sein Produkt. Und dann schauen wir uns die Powerstation erstmal etwas näher an. Beginnen wir mit den beiden Seiten. Hier seht ihr die Lüfterschlitze, keinerlei Anschlüsse. Dasselbe gilt natürlich auch für hinten, sowie natürlich auch für oben drauf. Wir sehen zwar hier eine robuste Ablagefläche und die zwei robusten Griffe. Alle wichtigen Anschlüsse findet ihr hier vorne an der Powerstation. Ich gehe mit euch mal die wichtigsten Anschlüsse hier durch. Wir sehen hier gleich zwei 230 Volt Anschlüsse, reine Sinuswelle, dazu kommen wir noch gleich. Wichtig, die Powerstation hat einen integrierten Akku mit einer Leistung von ungefähr 1120 Wattstunden. Ich kann auch gleich mal euch den Test einblenden. Ich habe hier an den 230 Volt Steckdosen mal eine Entnahme durchgeführt und habe mal geschaut, was wir hier maximal herausnehmen können. Die Anlage hat mir hier ungefähr 890 bis 950 Wattstunden zur Verfügung gestellt in verschiedenen Tests. Was also bedeutet, wir können hier eine Kapazität von ungefähr 80% der angegebenen Batteriezellenkapazität entnehmen. Den Rest hält sich die Powerstation für sich selber vor. Dann haben wir neben den 230 Volt Anschlüssen natürlich hier unsere Inputs, unseren PV-Input. Dieser PV-Anschluss, dieser Anderson-Anschluss ist für Solarpanels bis 200 Watt Leistung geeignet und arbeitet in einem Spannungsbereich von 12 bis 30 Volt. Also das könnt ihr hier anschließen, was also den meisten Standard 18 oder 22 Volt Solarpanelen entspricht. Größere Solarpaneele, wie sie bei größeren Powerstationen gerne angeschlossen werden, die zum Beispiel bis 50 Volt leisten können, würde ich hier nicht anschließen. Das wäre dann das Ende des MPPT-Laderegler und würde diesen zerstören. Achtet also immer auf die Spannung, die ihr hier anschließt. Neben dem PV-Eingang haben wir hier oben noch einen DC-Eingang. Dieser DC-Eingang ist eigentlich in erster Linie hier für euer Kfz-Ladekabel oder für das Standardladen mit dem hier im Lieferumfang enthaltenen Netzteil vorgesehen. Wir schauen mal auf das Netzteil drauf und ihr seht hier das Netzteil hat einen Output von ca. 25,5 Volt und 204 Watt. Hiermit könnt ihr dann eure Powerstation in ungefähr 5 bis 6 Stunden aufladen. Dann kommen wir zu den USB-Ports. Hier haben wir zwei Standard-USB-A-Ports mit 2,4 Ampere, ein Fast-Charge-USB-A-Port und ein USB-C-Port mit 60 Watt. Hier bei dem USB-C-Port möchte ich mit euch noch einmal testen, ob wir vielleicht auch über den USB-C-Port diese Powerstation aufladen können. Dann haben wir hier drüben noch unsere Standard-12-Volt-Outputs, das heißt einen Standard-12-Volt-Camping-Stecker oder normalen Stecker, Zigarettenanzünder, wie auch immer genannt wird. Und hier nochmal zwei Standard-12-Volt-Outputs, Rundstecker. Alles Wichtige an der Anlage wird hier vorne auch gesteuert. Wir haben hier die Power-Taste. Ihr seht hier euer Display. Das Display ist sehr übersichtlich, extrem gut ablesbar, arbeitet auch teilweise mit Farben. Ihr seht hier den Akkuladezustand. Wichtig, das Display ist intelligent genug, dass es bei Nichtbenutzung auch wieder in den Sparmodus geht, sodass es nicht den Akku leer zieht. Ich klicke nochmal an, damit ihr es seht. Hier seht ihr den Input, den Output und eventuell angeschaltete Ports, wie zum Beispiel hier den USB-Port, den DC-Port und hier den 230-Volt-Port, sowie natürlich auch Fehler bei Abschaltungen. Alles wird hier im Display angezeigt. So, jetzt gibt der Hersteller an, dass wir hier mit dieser Powerstation 1200 Watt liefern oder entnehmen können aus dieser Powerstation. Das würde reichen, um hier meinen Lüfter in der Stufe 1 zu betreiben. Das möchte ich mal testen. Wichtig, ihr könnt für einen Bruchteil einer Sekunde bis 2400 Watt aus dieser Powerstation ziehen, um eventuell dann dementsprechend auch hier dementsprechende Stadtströme zu überwinden. So, jetzt habt ihr gleich gesehen, ich habe hier den Stecker angesteckt und hatte hier eine zu große Abnahme eingestellt, fast 2000 Watt. Und wir sehen, das Gerät ist hier gleich in den Fehler gegangen und hat abgeschaltet. Hier oben wird der Fehler angezeigt. Wie setzen wir diesen zurück? Einfach AC deaktivieren, die Energiequelle ausschalten oder trennen. Und dann AC wieder einschalten. So, jetzt habt ihr gesehen, 2000 Watt über einen längeren Zeitraum funktioniert nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie es um die 1000 Watt aussieht. Dieser Lüfter müsste so um die 1000 bis 1100 Watt ziehen. Ihr seht, das funktioniert. Wir sind noch nicht so ganz auf der maximal angegebenen Leistung. Deswegen stecke ich hier nochmal was dazu.
Hier habe ich aus meinen alten Tests noch etwas Glühobst mit ungefähr 60 Watt. So müssten wir fast auf 1000, 1100 Watt hier kommen. Auch das bringen wir jetzt hier mit dran. Und wir sehen, wir sind jetzt hier deutlich über 1000 Watt. Und die Powerstation kann das leisten. Wie gesagt, bis 1200 Watt sind möglich. So, jetzt fällt euch natürlich sofort auf, dass ich hier sehr laut reden muss. Kommen wir gleich zu dem wichtigsten Punkt, der sehr viele meiner Zuschauer interessiert. Wie laut ist denn diese Powerstation? Ich schalte hier das mal ab und blende euch einfach mal meinen Test ein. Und hier seht ihr sofort, dass die Powerstation wirklich extrem laut ist. Das ist mit einer der lautesten Powerstationen, die ich bis jetzt hier im Test hatte. Um das Gerät herum gemessen habe ich mindestens 55 bis 60 dB direkt am Gerät oder in der Nähe des Gerätes messe ich deutlich über 60 dB. Das heißt, das Gerät kühlt zwar hervorragend, ist aber sehr, sehr laut, was also bedeutet, direkt im Wohnwagen würde ich das Gerät nicht haben. Das heißt, hier müsstet ihr es eventuell irgendwo draußen platzieren oder ihr müsst halt mit der Lautstärke leben. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, das wäre die reine Sinuswelle. Hier der Hersteller verspricht ja, dass wir hier bei dem Gerät eine reine Sinuswelle haben. Ihr seht, wir haben hier 49 Hertz bei 226 Volt bei maximaler Abnahme, hier zum Beispiel durch so einen Lüfter. Diese Werte sind durchaus okay. Hier können wir quasi alles, was wir haben, anschließen, wie unsere Laptops oder feinere Elektronik, ohne dass was kaputt geht. Jetzt können wir mal testen, was bei größeren Lastwechseln passiert, indem ich einfach mal den Lüfter ausschalte. Ihr schaut hier auf meine Sinuswelle, ob hier irgendwas passiert. Ich schalte den Lüfter aus. Ihr seht, im Großen und Ganzen hält sich die Sinuswelle. Das heißt, wir sind weiterhin bei 230 Volt. Wir hatten nur eine ganz leichte Schwankung hier drin. Also hier passiert nichts. Das heißt, hier macht das Gerät einen guten Job. Ich schalte den Lüfter wieder ein und ihr seht, auch hier bleibt alles unverändert und läuft optimal weiter. Jetzt können wir uns die Sinuswelle nochmal bei Überlastung anschauen. Das heißt, ich schalte jetzt hier auf ca. fast 2000 Watt. Wir fahren hier hoch. Auch hier seht ihr, die Spannung bricht nicht ein. Das ist für mich sehr wichtig. Das heißt, wir hatten die 230 Volt bis zum Schluss. Dann hat die Anlage gemerkt, dass hier zu viel abgenommen wird und schaltet hier dementsprechend ab. So soll das natürlich auch sein. Auch hier funktioniert alles tadellos. Ein weiterer für mich wichtiger Punkt ist jetzt natürlich, dass durch, dass der Lüfter hier doch recht laut ist, die Frage, wann geht denn der Lüfter an? Schauen wir erstmal bei niedrigen Lasten. Ich habe jetzt hier noch, wie gesagt, mein Glühobst, meine Glühbirne mit ca. 60 Watt, oldschool-mäßig. Wenn wir diese jetzt hier einstecken, seht ihr, liefert die Station die Energie, ohne den Lüfter sofort zu starten. Jetzt schrauben wir mal den Verbrauch hier hoch und schauen mal, ab wann der Lüfter angeht. So, damit ihr das besser seht, habe ich jetzt hier mal ein bisschen Platz gemacht, die Kamera etwas näher auf das Display. Ihr seht, wir haben hier noch einen Output von um die 55 bis 60 Watt. Der Lüfter ist noch leise. Wir haben das jetzt mal einige Minuten hier durchgezogen. Nichts ist passiert. Und jetzt erhöhen wir hier mal die Abnahme. Ich schließe jetzt hier etwas an, was ich steuern kann. Und wir starten erstmal mit um die 300 Watt Abnahme. Das schalte ich jetzt hier einfach mal ein. Ihr seht, die Abnahme steigt. Wir sind jetzt bei 300, sogar bei 400 Watt, weil ich hier noch meine Lampe angeschlossen habe. Und hier scheint noch kein Lüfter zu starten. Jetzt gehen wir noch mal 200 Watt höher. Und ungefähr ab 500 Watt startet der Lüfter. Er ist nicht ganz so laut im Moment. Wir können hier auch noch mal die Lautstärke mitnehmen. Ihr seht hier also, bei um die 500 Watt haben wir um die 50 bis 53, vielleicht 54 Dezibel. Jetzt erhöhe ich die Abnahme noch mal. Und ihr seht, so ungefähr ab 600 bis 800 Watt fährt der Lüfter voll auf. Wir sind jetzt hier bei ca. 900 bis 1000 Watt Abnahme. Und hier können wir auch noch mal schauen, wie laut das Gerät jetzt ist. Und hier messe ich jetzt so um die 58 bis 60 dB. Jetzt möchte ich noch mal herausfinden, wo hier die Abschaltgrenze genau liegt. Das heißt, wir schalten jetzt auf ca. 1100 bis 1200 Watt. Also etwas über 1000 Watt scheint das Gerät für einen langen Zeitraum ohne Probleme liefern zu können. Jetzt fahren wir hier mal auf 1300 Watt und schauen mal, ob die Station das auch noch leisten kann. Mal schauen, wie lange.
und das läuft ungefähr eine Minute. Also alles, was über 1200 Watt ist, führt hier innerhalb von einer Minute zu einer Abschaltung des Gerätes, zu einer Sicherheitsabschaltung. Kommen wir als nächstes zum Aufladen des Gerätes. Wichtig, wir beginnen mit dem PV-Aufladen. Achtet bitte auf die maximalen Spannungen, bitte nicht über 30 Volt hier anschließen. Ich habe hier ein Solarmodul, im Moment ist es etwas bedeckt. Das müsste ein 200 Watt Solarmodul sein. Durch die schlechte Wetterlage da draußen dürfte das aber nicht ganz die 200 Watt liefern. Wir sehen, wir haben hier einen Input von 77 Watt. Und jetzt möchte ich mal schauen, ob wir quasi das Solarladen im Verband mit dem normalen Ladeadapter nutzen können. Denn es sind ja beides DC-Eingänge. Jetzt würde ich einfach mal schauen, ob diese getrennt sind. Das heißt, wir stecken hier den Ladeadapter ein. Der müsste um die 200 Watt liefern. Das heißt, wenn die Solarladung mitgenommen werden könnte, hätten wir hier 270 Watt. Ich stecke das jetzt hier einfach mal ein. Wir sehen, die Ladekurve steigt. Und wir laden jetzt hier um die 106 Watt. Jetzt muss ich aber fairerweise dazu sagen, der Akku ist fast voll. Es kann sein, dass hier die Elektronik etwas gegenregelt und dann dementsprechend nicht mehr mit voller Leistung lädt. Jetzt möchte ich mal schauen, ob sich was verändert, wenn ich die PV-Ladung abziehe. Ja, jetzt haben wir plötzlich die vollen 200 Watt des Ladegerätes. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich beide Ladungen zusammen nutzen, aber irgendwie wird hier oben der DC-Input runtergeregelt bei der PV-Ladung. Das ist auch mal interessant zu wissen. Jetzt ein weiterer Punkt. Kann man, währenddessen man die Powerstation auflädt, natürlich Energie abnehmen? Das dürfte heutzutage eigentlich Standard sein. Ich schalte mal hier den AC-Output ein. Ihr seht, der springt gleich an. Hier springt dann sofort der Lüfter an, weil die Ladung wahrscheinlich dabei läuft. Und ihr seht, wir können während des Ladens auch Energie entnehmen. Das heißt natürlich, wir haben hier keine reine USV-Funktion, denn wir können ja hier den Netzstrom nicht durchgeben. Aber man könnte diese Anlage als unterbrechungsfreie Stromversorgung nutzen, hätte allerdings hier den Nachteil, dass die Anlage dann dementsprechend immer aus dem Akku schöpfen würde und ihr dann dementsprechend bei der USV oder wenn ihr das Gerät als USV nutzen würdet, immer zu den Akku zygliert. Eine weitere wichtige Frage wäre für mich noch hier der USB-C-Port. Können wir diesen auch zum Laden verwenden? Ich habe jetzt hier einfach mal ein Ladegerät mitgebracht und nehme hier einfach mal ein USB-C-Kabel, verbinde das mit dem Ladegerät und hier mit der USB-C-Schnittstelle. Und wir schauen mal, was passiert. Wir haben die USB-Schnittstelle hier oben noch ausgeschaltet, aber ihr seht, wir können über USB-C unser Gerät aufladen. Ich habe jetzt hier nur ein Standard-Ladekabel, deswegen ziehen wir hier nur 17 Watt. Wenn ihr dementsprechend ein geeignetes Ladegerät sowie Ladekabel verwendet, könntet ihr hier wahrscheinlich auch über USB-C dann mit höherer Leistung laden. Das ist natürlich sehr erfreulich. Somit könnt ihr, wie gesagt, diese Powerstation im allerhöchsten Notfall natürlich auch über USB-C sehr langsam halt aufladen. Da ich jetzt gerade auch die USB-C-Schnittstelle noch verbunden habe, möchte ich mal schauen, ob USB-C-Laden in Verbindung mit PV-Laden funktioniert. Auch das können wir hier mal testen. Wir sehen, hier wird jetzt, ja, hier wird beides genutzt. Wir sehen, USB-C hatte ungefähr 17 Watt, vorhin vom PV kamen so um die 70 Watt. Das scheint also auch zu funktionieren. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr über PV ladet, dann auch nochmal über USB-C hier etwas zuboosten, sodass das Gerät etwas schneller auflädt. Ich ziehe jetzt mal das USB-C hier ab. Jetzt müsste hier oben die Wattzahl einbrechen. Ja, ihr seht, jetzt sind wir wieder bei unseren 70 Watt, die ich vorhin von meinem Solarmodul ziehen konnte. Also ist hier auch Kombiladen Solar USB-C möglich. Kommen wir zu einem kleinen Fazit zu den positiven und negativen Punkten. Was fällt mir hier positiv ein? Wie gesagt, wir haben ja eine sehr kompakte Powerstation mit wenig Gewicht. Übrigens, die Powerstation wiegt so um die 13 bis 15 Kilo, die äußerst robust ist. Das hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Das heißt, auch mal einen etwas ruppigeren Campingausflug mitmachen dürfte. Besonders gut hat mir hier das Display gefallen. Das Display ist extrem gut ablesbar und ich finde es auch schön, dass das Display in den Standby-Modus geht. Wichtig, die Anlage hat alle wichtigen Sicherheitsabschaltungen, auch bei Überlast schaltet sie ab.
zuverlässig, sodass dann auch eure Geräte geschützt werden. Wir haben hier eine reine Sinuswelle, die ordentlich sauber ausgegeben wird. Auch bei höheren Lasten, die hier abgenommen werden, wird hier die reine Sinuswelle noch ordentlich ausgegeben. Wir können die Powerstationen auf drei Wegen aufladen: Solar, USB-C und natürlich über das Kfz. Wie ihr aber gesehen habt, gab es hier eine kleine Einschränkung beim Netzladen in Verbindung mit dem PV-Laden. Hier ist irgendwie die Netzladespannung etwas eingebrochen. Das müsste man noch mal etwas näher sich anschauen. Wichtig, was hat mir nicht so gut an der Powerstation gefallen? Als allererstes fällt hier natürlich auf, dass die Lüfter sehr, sehr laut sind. Das heißt, wenn ihr hier Energie mehr als 500 Watt aus dieser Powerstation herauszieht oder bei hohen Temperaturen mit dieser Powerstation arbeitet oder diese Powerstation ladet und gleichzeitig entladet, werden die Lüfter angehen und das mit bis zu 60 dB. Das ist wirklich sehr, sehr laut. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Hat euch hier mein kleiner Test gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.